Es nützt die beste Optik nicht, bei Dunkelheit und schlechtem Licht. Bist du die schlechten Bilder leid, steigere die Empfindlichkeit. Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde. Wir nähern uns dem Ende. Dem Ende der Dunkelheit. Jawohl. Mit unseren ISO 400 Filmen. Jawohl, nicht nur, dass es draußen jetzt schon immer länger hell bleibt, sondern auch mit unserer Serie geht es langsam zu Ende. Wir sind heute beim vorletzten Film. Mhm. Es ist der vorletztplatzierte, das ist der Fomapan 400. Und es ist der erste Film, der uns jetzt wirklich gar nicht so gefallen hat. Oh ja. Mhm. Also das Beste eigentlich ist der Preis. Also billig ist er. Also ich glaube, jetzt kostet er 4,15. Das ist der vor 3,50. Ja, das ist der billigste Film, den man gerade auf dem Markt bekommen kann. Und das merkt man auch. Ja, das merkt man tatsächlich. Also es kann einem gefallen. Es ist so ein bisschen, es hat einen sehr krassen Vintage-Look. Mhm. Die Bilder sehen aus wie aus den 30er Jahren so. Es überstrahlt alles so ein bisschen. Wir haben ganz schlechten Lichthofschutz. Und wenn man an einem sonnigen Tag jemanden in weißer Kleidung fotografiert, dann sieht der ein bisschen Engelsgestalten gleich aus. Und das ist ein Effekt, den muss man mögen. Die habt ihr vielleicht im Vera-Video am Ende gesehen. Die Fotos von der Vera waren ja auch mit dem Fomapan 400. Teilweise, ja. Mhm. Hat natürlich, genau, den Retro-Look, aber... Muss man mögen. Es ist halt einfach kein Film, den man einfach so jetzt hernehmen sollte, wenn man im Alltag zufrieden sein möchte. Ja, wenngleich, also das möchte ich schon nochmal sagen, ich bin sehr froh, dass es FOMA gibt und dass FOMA nach wie vor produziert, weil ich glaube, es ist total gut für viele Menschen, die in die Analogfotografie einsteigen wollen. Auch für uns ist es gut, wenn wir einfach irgendwie günstigere Materialien zur Verfügung haben, weil besser als gar nicht fotografieren ist es trotzdem mit dem. Und Wettbewerb ist auch immer noch eine sinnvolle Sache. Ich denke mal, andere Filme wären vielleicht teurer, wenn es den nicht gäbe. Ja, mit Sicherheit. Und so ein tschechisches Unternehmen hat doch auch seinen Charme. Jawohl, genau. Und deswegen in der Preiskategorie sind wir bei den 3 Punkten ganz klar, keine Frage, der billigste verfügbare. Aber halt in der Handhabung ist er nicht so toll. Nee. Vor allen Dingen, was mir halt aufgefallen ist, ist, dass er eigentlich kein 400er Film ist. Also er hat eine Empfindlichkeit von 200. Wir hatten ja eigentlich schon, also das ist ja praktisch jetzt schon der zweite Versuch, dass wir dieses Video drehen und wir hatten es schon mal gemacht und sind dann irgendwie so drauf gekommen, wir können diesen Film nicht so in der Luft zerreißen, wenn wir nicht mal mit einem Feinstkornentwickler und einer guten Belichtung an die Sache rangehen. Aber das haben wir gemacht und der Film ist immer noch furchtbar. Ja, deswegen haben wir in der Handhabung und im Korn uns für nur einen Punkt entschieden, die wir auch sehr für gerechtfertigt halten. Also ja. Wir haben es versucht und also der Film hat uns schon sehr viel Arbeit gemacht im Vergleich zu den anderen. Ja. Dafür, dass wir ihn eigentlich nicht so mögen. Und ja, wir haben es versucht. Zweite Chance, dritte Chance vorbei. Ja. Ist halt einfach so. Genau. Aber es ist okay. Und wenn ihr anderer Meinung seid, dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, es gibt extrem viele Leute, die diesen Film sehr, sehr gerne nutzen. Ja, es hat einfach keinen Film, den man so drin, also so eine ganze Rolle, 36 Filme mit dem zu machen, ist halt schon irgendwie enttäuschend wahrscheinlich am Ende. Wenn man 1, 2 Fotos dann macht mit dem Effekt, sieht das sicher super aus. Ja. Aber eine Geschmackssache. Und eben. Ich glaube, gerade in der Lomographie-Community ist der sicherlich auch sehr begehrt. Ja, was das Korn betrifft, das ist wahrscheinlich der grausamste Film, den ich jemals gesehen habe. Da kriegt er eindeutig nur einen Punkt. Egal, ob man ihn im Feinkorn oder nicht entwickelt, es ist immer furchtbar. Geht gar nicht. Genau, und was die Verfügbarkeit betrifft, das ist wieder erfreulich. Da haben wir auf jeden Fall wieder die 2 Punkte. Internet. Ja. Und Fachhandel. Also ganz normal. Wie unsere Ilford und Kodak-Kollegen. Genau. Und in der Haltbarkeit ist er jetzt auch nicht unbedingt der schlechteste. Ist ein bisschen kratzempfindlich gewesen, aber ist immerhin kein Flachkristaller. Ja, das stimmt. Also ein bisschen länger archivierbar, wenn man gut pflegt. Ja, und wenn man gut ausbessert und so weiter. In Summe sind es ja auch immerhin 9 Punkte, also eigentlich nur 1 Punkt schlechter als der Ilford Delta 400. Ja. Aber jetzt nicht so eine Empfehlung von uns. Er ist natürlich ein Preis, das macht schon viel Wett. Ja, das finde ich auch. Also
Und wie gesagt, wenn ihr da andere Meinung habt, kommentiert gerne. Das würde uns doch sehr interessieren. Vielleicht hat jemand auch noch einen besseren Entwickler dafür und sagt, okay, damit geht es vielleicht irgendwie noch ein bisschen besser. Und ja, FG, geben wir dem dann doch eine Chance noch. Ja, könnt ihr dann gerne mal mit den Fotos, die wir euch jetzt dann zeigen, vergleichen. Ja. Vielleicht meint ihr, dass ihr dann noch ein feineres Korn rausbringt. Ja, oder vielleicht auch wirklich einfach bessere Bilder noch. Ja, ich glaube, damit sind wir schon am Ende von diesem Video, würde ich sagen. Genau, wie immer, bitte abonniert uns, dann seht ihr auch noch den unserer Meinung schlechtesten Film. Ja. Kann man schon so sagen. Kann man so sagen. Vor allem eine derbe Enttäuschung. Eine herbe, keine derbe. Oh, herb. Ja, wir sehen uns nächste Woche hoffentlich wieder und bis dahin macht es gut. Ciao.